Ab wann habt ihr eure Kinder in andere Obhut gegeben? Salo ist jetzt 17 Monate alt und wir haben ihn zu einer Spielegruppe angemeldet und diese Eingewöhnung startet morgen. In dieser betreuten Gruppe kann er dann dreimal in der Woche vormittags mit anderen Kindern spielen. Und es ist einfach super wichtig, dass er soziale Kontakte mit anderen Kindern hat und so langsam ist einmal am Tag Spielplatz auch ein bisschen langweilig. Ich muss sagen, bei dieser ganzen Angelegenheit habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Einerseits denke ich mir, er ist bereit dafür und wird eine mega coole Zeit mit anderen Kindern im Wald und im Matschgarten haben. Er wird viele neue Dinge sehen und lernen und in dieser Zeit auch neue Bezugspersonen zulassen müssen. Andererseits denke ich mir, und ich glaube, das können alle Mamis nachempfinden, es ist einfach noch mein kleines Baby, was gefühlt gerade erst aus mir geschlüpft ist. Salo war einfach seit seiner Geburt noch nie getrennt von uns beiden. Entweder er ist mit mir oder mit Banju oder mit uns beiden. Wir haben ihn zum Beispiel auch noch nie bei Oma und Opa gelassen, einfach weil sie es bis jetzt noch nicht so richtig angefühlt hat und es sich auch noch nicht ergeben hat aufgrund von Entfernung. So hat wahrscheinlich jede Familie ihr eigenes Timing und das eigene Gefühl dafür, wann sich was richtig anfühlt. Für uns alle drei wird das sicherlich ein wichtiges Learning und Loslassen ist bekanntlich nie so ganz leicht. Ich bin mir sicher, dass wir das aber super meistern werden und in ein paar Wochen es mir auch viel leichter fallen wird, ihn da abzugeben. Bei uns wird übrigens Banju die Eingewöhnung übernehmen. Wie war das bei euch? Diese Bananen-Pancakes, die wir da gezaubert haben, sind übrigens unser Evergreen. Die gibt's fast jeden zweiten Tag und falls ihr sie mal nachmachen wollt, findet ihr das Rezept in meiner Story.